Der Minecraft Marketplace. Er ist wie eine Art Online-Shop, in dem man Minecraft-Skins, Welten, Mods oder Texture-Packs kaufen kann. Zu viel zu hohen Preisen, mit viel zu viel schlechtem oder geklautem Content und mit sehr viel Manipulation. In diesem Video geht es um unterbezahlte Creator, den Milliardenkonzern Microsoft und die Ausnutzung von ahnungslosen Kindern. Kapitel 1. Geklauter Content und sehr viel Geld. Grundsätzlich funktioniert der Marketplace ähnlich wie bei vielen anderen Spielen. Man tauscht echtes Geld für eine Währung ein, in diesem Falle Minecoins, und mit dieser Währung kauft man dann Produkte. Da kommt aber auch schon der große entscheidende Unterschied. Diese Produkte sind nicht wie bei anderen Spielen von den Herstellern des Spiels, sondern sie werden von anderen Creatoren gemacht. Dadurch entsteht ein Problem, denn viele, und ich meine sehr viele Produkte, sind einfach geklaut oder kopiert. Wenn man durch den Marketplace durchscrollt, wird man quasi überschwemmt mit geklautem oder schlecht kopiertem Content. Viel Content ist von der Java-Version geklaut, zum Beispiel das Fateful Texture Pack. Eines der meistgenutzten Java Texture Packs wurde einfach geklaut und auf den Marketplace gepackt. Viele Java Mod-Ersteller arbeiten jahrelang an Mods, für die sie übrigens kein Geld bekommen, nur damit diese dann kopiert werden und unter anderem Namen auf dem Marketplace erscheinen. Ein Beispiel dafür ist die sehr bekannte Ether Mod. Dann könnte man ja denken, ist das nicht verboten? Die Creator dürfen doch nicht einfach so Content klauen. Microsoft müsste die Produkte doch dann sperren oder gar nicht erst auf die Plattform lassen. Nun ja, verboten ist das und Microsoft sagt sogar, dass Copyright Content auf dem Marketplace nicht erlaubt ist. Aber Microsoft macht trotzdem nichts dagegen. Sie lassen es einfach zu. Dazu sagen sie noch, dass sie einfach davon ausgehen, dass die Creator das Recht über diesen Content haben. Sie geben die Verantwortung also an die Creator weiter. Aber wieso macht Microsoft das? Wieso sperren sie den Content nicht einfach? Naja, einerseits ist es ziemlich aufwendig, das alles zu kontrollieren. Andererseits verdient Microsoft mindestens genauso viel Geld mit dem kopierten Content wie die Creator selber. Und da wären wir auch schon bei Kapitel 2. Kapitel 2. Unterbezahlte Creator und viel Vertuschung. Microsoft verdient mit dem Verkauf eines Produkts im Marketplace wesentlich mehr als der Creator des eigentlichen Produkts. Das liegt daran, dass Microsoft 62,5% des Geldes behält. Nur zum Vergleich, viele Leute beschweren sich, dass Steam sehr viel Geld behält. Und Steam nimmt 30%, also weniger als die Hälfte von dem, was Microsoft nimmt. Okay, es bleiben also nur 37,5% des eigentlichen Geldes für die Creator. Hier könnt ihr sehen, wie viel Geld das Produkt im Marketplace kostet und das hier ist, was die Creator davon bekommen. Wenn ein Creator also ein mühevoll erstelltes Skinpack für 5 Dollar verkauft, bekommt Microsoft davon 3,12 Dollar und der Creator bekommt 1,87 Dollar. Das ist wirklich wenig, denn man muss dabei bedenken, dass die Creator, die hochwertigen, nicht geklauten Content erstellen, meistens noch in Teams zusammenarbeiten, sich also das Geld auch noch aufteilen müssen. Das Ganze fördert natürlich den geklauten oder qualitativ schlechten Content, ebenso wie Clickbait und Ausnutzung. Dazu kommen wir aber noch in Kapitel 3. Denn es wird noch viel schlimmer. Die Creator des Marketplace müssen einen Geheimhaltungsvertrag über ihr Gehalt unterschreiben, wobei manche Creator bis zu dem Unterschreiben des Vertrags nicht einmal erfahren, wie viel sie überhaupt verdienen. Das macht Microsoft natürlich, weil sie selber wissen, dass 62% des Geldes zu nehmen, sich jetzt nicht gerade gut anhört. Nach dem Unterschreiben des Vertrags und dem Verkaufen von Content erfahren die Creator aber immer noch nicht, wie viel Produkte sie überhaupt verkaufen. Sie erfahren lediglich, wie viel sie damit verdienen, nicht wie das Geld zustande kommt. Das führt natürlich zu einem Verdacht. Microsoft könnte den Creatoren weniger Geld geben, als sie eigentlich mit den Produkten gemacht haben. Kapitel 3. Ausnutzung von Kindern, Zensur und technische Schwierigkeiten. Der Marketplace sieht aus wie die Clickbait-YouTube-Startseite eines 7-jährigen Among Us-Fans. Das ist ein Kommentar, den ich unter einem Video über den Marketplace gelesen habe und ich muss sagen, es trifft leider sehr zu. Das Wort Clickbait ist untertrieben für das, was auf dem Marketplace stattfindet. Es wird mit allen Mitteln versucht, die Aufmerksamkeit der Spieler zu erlangen und sie zum Kaufen zu bewegen. Das ist sehr bedenklich, weil ein Großteil der Minecraft-Spieler noch sehr jung ist und nicht besonders gut damit umgehen kann. Somit wird dann doch mal die 10-Dollar-Map mit der Kreditkarte von der Mutter gekauft. Nicht so toll, denn man kann auf dem Marketplace keine Produkte zurück in Minecoins umtauschen und auch keine Minecoins zurück in echtes Geld. Was auf dem Marketplace auch verboten ist, ist jede Form von religiösem oder ideologischem Content. Darunter fällt auch zum Beispiel LGBT, LGBTQ oder Pride-Content, den man deshalb auf dem Marketplace nicht finden kann. Das ist komisch, weil Minecraft die LGBT-Community eigentlich unterstützt. Auf Twitter hat Minecraft während des Pride-Months regelmäßig etwas darüber gepostet und sogar ihr YouTube-Kanal-Logo war eine Zeit lang in den Farben der Pride-Flag. Also warum ist das so? Naja, der Marketplace ist in allen Ländern der gleiche und in manchen Ländern ist solcher Content schlichtweg verboten. Content über das Militär ist ebenfalls verboten, weshalb man auf dem Marketplace auch keine Waffen findet. Außerdem crasht der Marketplace oft und dauert manchmal sehr lange zum Laden. Die meisten Spieler verwenden die Bedrock-Version 1.18.12, weil sie am stabilsten für Multiplayer ist. Aber dort funktioniert der Marketplace gar nicht. Fazit. Grundsätzlich ist die Idee des Marketplace gut. Creator können ihre Content verkaufen und damit Geld verdienen und die Spieler haben dadurch mehr Content.
Das Ganze ist aber sehr schlecht ausgeführt, denn der Marketplace ist einfach nicht gut genug moderiert. Qualitativ schlechter oder sogar geklauter Content überschwemmt den Marketplace. Die Creator, die sich viel Mühe geben, werden nicht genug bezahlt. Es gibt viel zu viel Clickbait und Dinge sind unrechtmäßig verboten. Wenn sich das alles ändern würde, wäre der Marketplace eigentlich ganz okay. Ich danke euch fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare schreibt, eine positive Bewertung dalasst oder meinen Kanal abonniert.